Vielen, vielen Dank. Als ich 2009 clicktip.com registriert habe, da war damals mein Ziel einfach nur, E-Mails zu versenden. Weiß jemand von euch, warum Clicktip eigentlich Clicktip heißt? Hand hoch. Ganz wenige. Wollt ihr es wissen? Ich habe vor einiger Zeit mal mit ein paar US-amerikanischen Internet-Marketern verbracht, die sehr, sehr erfolgreich sind, und habe die gefragt, was haltet ihr eigentlich von dem Namen Clicktip für so eine Software im englischsprachigen Raum? Und die sagten alle, boah, ey, cooler Name, ey, was ist denn den her? Und also, richtig gut. Und ich habe sehr, sehr viel Zeit verbracht, auch 2011, 2012 mit der Namensfindung für irgendwas, was cool klingt im englischsprachigen Raum. Habe damals auch mal eine Mail rausgeschickt an die damaligen Clicktip-Kunden und habe 1.000 Euro angeboten für einen Namen, mit dem wir in den internationalen Raum expandieren können. Unter der Bedingung, dass die Domain frei ist, die .com-Domain und die Marke noch nicht registriert ist. Und da haben wir sehr, sehr viel Feedback bekommen. Und ich erinnere mich noch, eine Idee war Mavo-Mail, also mariowoloschmail.com. Ja, war damals noch nicht vergeben. Und als ich dann damals diese paar Skripte zusammengebaut hatte, da konnte das, was wir heute Clicktip nennen, noch keine HTML-Mails. Sondern es war eine reine Text-Mail. Also das war nicht Multipart, wo jetzt HTML und Text zusammen in einer Mail versendet werden. Das war einfach nur der Textteil der Mail. Und ich hatte also keine Möglichkeit, die Öffnungsraten zu tracken. Und ich wollte natürlich, dass die Leute möglichst viel klicken auf die URLs. Und das Skript, was ich damals eingebaut hatte, das konnte URLs umwandeln in Tracking-URLs und dann weiterleiten zu der URL, die ich dann in den Text reingepackt hatte. Und um die Klickrate zu erhöhen, brauchte ich irgendeinen Namen, der die Leute animiert zu klicken. Also habe ich mich bei Namecheap eingeloggt und habe geschaut, ja okay, was klingt denn so ähnlich wie klicken? Click mich war schon vergeben, clickme.com, click.me, war alles schon weg. Und bin ich irgendwie so auf den Punkt gekommen, Clicktip, ja, eigentlich Clicktip. Man klickt und kriegt einen Tipp. Und das war so vielleicht eine Stunde Arbeit. Und da war für mich damals die Namensrecherche beendet, weil ich ja damals zu dem Zeitpunkt gar nicht vorhatte, da irgendwie ein großes Ding draus zu machen. Und als Ingenieur will man natürlich die Sachen ordentlich machen und deshalb habe ich danach sehr, sehr viel Zeit auch investiert, um auch diese Entscheidung zu überprüfen, sollten wir überhaupt bei diesem Namen bleiben. Und jedes Mal, wenn ich damit angefangen habe, war irgendwie immer aus der Community, lass doch den Namen so viel ist, der ist doch cool. Und deshalb ist heute Clicktip einfach Clicktip geblieben. Ja. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und als ich dann 2010 meine Angestellten-Tätigkeit beendet hatte, aus Kasachstan zurückkam, hatte ich dann damals so im Kopf, naja, Mensch, wenn ich mit einer Nebentätigkeit, die sich im Wesentlichen auf die Wochenenden bezieht, mit ein paar Stunden pro Woche ein fünfstündiges Einkommen erzielen kann, dann muss das ja, wenn ich das Vollzeit mache, völlig durch die Decke gehen. Und wie das so ist, wenn man sich so eine Vision ausmalt, die rein auf der Basis von Geld steht, als Fundament, dann passiert nämlich genau das Gegenteil, man stößt nämlich damit Geld ab. Und ich möchte heute mit euch die restlichen Minuten von diesem Tag mal damit verbringen, um euch Einblicke zu geben in meine Denkweise. Und euch auch ein bisschen auf den Weg mitzunehmen von 2010 bis heute, wie ich mein Denken verändert habe und was die Umstände waren, die zu einem veränderten Denken geführt haben und wie diese geänderten Gedanken am Ende dazu geführt haben, dass wir heute hier gemeinsam sitzen können. Das ist nämlich keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Es gab drei Momente, wo ich kurz davor war, komplett aufzugeben mit Clicktip, weil ich kurz davor war, pleite zu gehen. Und eine der wichtigsten Lektionen, die ich dabei gelernt habe,
war genau das. Wenn ich Geld verdiene mit dem Selbstzweck, Geld zu verdienen, dann verdiene ich eben gerade kein Geld. Ich stoße Geld damit ab. Weil nämlich Geld das ist, was automatisch kommt, wenn man Werte schafft. Das heißt, wenn ihr Geld verdienen wollt, dann dürft ihr auf keinen Fall versuchen, Geld zu verdienen. Sondern ihr müsst euch vollends darauf fokussieren, Werte zu schaffen. Und wenn ihr Werte schafft, dann kommt das Geld von ganz alleine. Und diese Denkweise, die hatte ich am Anfang gar nicht so in dieser Form. Weil ganz ehrlich, ich habe mein Online-Business 2008 mit den E-Books, meine einzige Motivation war damals, Geld zu verdienen. Ich wollte einfach meine E-Books verkaufen. Da hatte ich noch nicht dieses, da hatte ich die ganzen Erfahrungen noch nicht, die dazu geführt haben, dass ich was weitergeben will. Damals war ich auch von meiner ganzen Persönlichkeitsstruktur noch nicht da, wo ich heute bin. Ich hatte einfach nur die Motivation, ich will Geld verdienen. Und wenn man mit der Motivation reingeht, dann kann man sicherlich auch ein bisschen Geld verdienen, aber man kann es nie langfristig richtig groß machen. Und vor allem wird man langfristig nicht motiviert sein, jeden Tag früh aufzustehen, um das zu bewegen, was man bewegen muss, damit man wirklich an großen Rädern dreht. Und deshalb ist die nächste Frage, die ich mir stellen muss, wie kann ich mehr Wert schaffen? Wie kann ich meinen Kunden mehr helfen? Was sind die Probleme meiner Zielgruppe und wie kann ich dazu beitragen, diese Probleme zu lösen? Diese Frage muss ich mir stellen, damit ich Geld verdienen kann. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn ihr draußen im Markt seid, dass ihr mit diesem selben Mindset rausgeht. Dass ihr nicht mit dem vorrangigen Ziel rausgeht, Geld zu verdienen, sondern dass ihr mit dem vorrangigen Ziel rausgeht, Werte zu schaffen. Das ist aus meiner Sicht sehr, 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 sehr wichtig. Und dann kamen die Jahre 2011, 2012. Und das waren Jahre, wo ich im Wesentlichen meine ganzen Ersparnisse, die ich aufgebaut hatte, in den anderthalb Jahren in Kasachstan aufgebraucht habe und wo ich tatsächlich dann Geld verdienen musste, damit es weitergehen kann. Und deshalb haben wir 2011, ich glaube, ein oder zwei Launches gemacht. Wir haben 2012 noch einen Launch gemacht. Und während dieser Zeit haben wir alle sehr, sehr viel gearbeitet. Es war damals völlig normal, von 9 bis 20 Uhr zu arbeiten. Die alten Hasen aus dem Berliner Büro, die können sich noch gut daran erinnern. Und das war dann auch die Zeit, wo ein Kollege zu mir kam und sagte, Mario, ich arbeite unheimlich gern mit dir, aber ich möchte wenigstens im Sommer das Büro verlassen und mal Tageslicht sehen. Wo ich gespürt habe, okay, wir müssen jetzt hier was machen, wir müssen uns verändern, wir müssen automatisieren. Und genau den Schritt sind wir dann auch gegangen. Und aus dieser Erfahrung heraus, dass es für Unternehmer sehr, sehr wichtig ist, Zeit zu haben für die Dinge, für die sie angetreten sind, genau aus dieser Motivation heraus ist das entstanden, was heute Clicktip ist. Nämlich den Menschen zu helfen, zu automatisieren und mehr Zeit zu gewinnen. Und die Jahre 2012, 2013 waren da damit verbunden, dass ich 114 Kilogramm mittlerweile auf die Waage gebracht habe. Klar, wenn man 60, 70 Stunden Wochen hat und überhaupt sich in keinster Weise über seinen Körper kümmert. Und dass dann Tinnitus angefangen hatte auf meinem rechten Ohr. Ich hatte Knieprobleme, konnte kaum eine Treppe runterlaufen. Und das war so die letzte gelbe Karte, die mir mein Körper damals gezeigt hat, ganz kurz davor. Wo es fast geheißen hätte, okay, hör mal lieber auf oder du hörst auf. Und deshalb ist für mich diese Mission, Zeit zu haben und auch anderen Menschen zu helfen, Zeit zu haben, das ist das, was ich auf meiner Reise entdeckt habe als mein großes Warum. Und wenn man Werte dadurch schafft und gleichzeitig sein Warum erfüllt,
dann passiert was ganz Interessantes. Dann steht man nämlich früh auf, nicht mehr mit der Motivation, Geld zu verdienen, sondern man steht früh auf mit der Motivation, Werte zu schaffen und sein Warum zu erfüllen. Und das ist die zweite Frage, über die ihr nachdenken solltet und die auch sehr, sehr wichtig ist. Was ist euer Warum? Warum macht ihr das, was ihr macht? Was ist der tiefere Sinn dahinter? Warum ist das, was ihr tut, genau das, was ihr tut? Und ich bin sehr, sehr viel mit Unternehmern in Kontakt, weil ich habe euch ja gesagt, und meine Zeit mit Unternehmern zu verbringen, ist für mich eine sehr, sehr hohe Qualitätszeit und deshalb maximiere ich auch diese Zeit. Ich suche den Kontakt zu erfolgreichen Unternehmern. Und ich bin immer wieder sehr erstaunt darüber, wie viel Zeit und Energie Unternehmer damit verbringen, irgendein Business zu starten und auch dieses Business zum Laufen zu kriegen, ohne darüber nachgedacht zu haben, ob das Business, wo sie drin sind, eigentlich das richtige Business ist. Das können teilweise Jahrzehnte sein, wo die Menschen einfach im falschen Business unterwegs sind. Mit der Motivation, Geld zu verdienen und nicht Werte zu schaffen, mit einer Vision, die überhaupt nicht ihrem eigenen Warum entspricht und sich dann wundern, dass sie im sogenannten Hamsterrad landen und völlig ausgelaugt keine Energie mehr haben, das Familienleben zerstört ist und das Leben einfach keinen Spaß mehr macht. Und das ist der Grund, warum diese Fragen so wichtig sind. Wir werden bald eine sehr, sehr tiefgreifende Präsentation hören von André Große. Und ich werde jetzt nicht die Inhalte davor aufgreifen, aber ihr werdet in dieser Präsentation einen großen Aha-Moment erleben. Und ich kann nur so viel dazu sagen, ihr müsst euch darüber bewusst sein, dass euer Leben endlich ist. Viele sagen immer, das Leben ist kurz. Ich glaube nicht, das Leben ist kurz. Das Leben ist lang. Ja, wir haben im Durchschnitt irgendwie, ich glaube, in Deutschland haben wir eine Lebenserwartung von 78 Jahren bei Frauen und ich glaube 74 bei Männern. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf. Das sind immerhin 74 Jahre. Ja? Das ist ein langer Zeitraum. Nur, wenn man jetzt mal sagt, okay, die Frauen unter euch 78 Jahre, die Männer unter euch 74 Jahre, zieht doch mal davon oder errechnet euch doch mal in Tagen die Zahl der Tage, die euch noch übrig bleiben. Und da kommt ihr wahrscheinlich schnell zum Ergebnis, okay, vielleicht sollte ich doch mal über diese Fragen nachdenken. Und eine weitere Sache, die mir immer wieder auffällt, unabhängig davon, dass viele Unternehmer mit dem falschen Warum ein Business starten und mit ihrem Business in einem Markt unterwegs sind, der anstrengend ist und zweitens ein Angebot haben, was der Markt eigentlich gar nicht haben will und drittens noch die falschen Leute haben, mit denen es auch noch keinen Spaß macht, kommt noch ein weiterer großer Unternehmerfehler dazu und das ist der, den wir am dritten Tag vom Thomas Stahl noch sehr ausführlich hören werden, nämlich das Shiny Objects Syndrome. Und das Shiny Object Syndrome, das ist mittlerweile aus meiner Sicht eine ganz, ganz gefährliche und ansteckende Krankheit in unserem Online-Marketing-Dunstkreis. Und das Shiny Object Syndrom geht so, irgendjemand hat die fixe Idee, mal ganz schnell Geld zu verdienen. Also guckt man so, was sind denn so die Videoaufzeichnungen von der letzten großen US-amerikanischen Online-Marketing-Konkurrenz, die es da so gibt. Dann guckt man sich so mal irgendeinen erfolgreichen Online-Marketer an dort, nimmt das Produkt, lässt es transkribieren, lässt die Videos transkribieren, übersetzt die Transkription und launcht jetzt ein neues Produkt über irgendwas, ohne dass man irgendwelche Erfahrungen hat. Und dann wird ganz, ganz viel Marketing gemacht zu diesem Produkt, ohne dass derjenige, der das Produkt verkauft, überhaupt getestet hat, ob das, was in dem Produkt ist, ob das überhaupt Werte schafft. Und die Leute kaufen das und sehen das als großes neues Shiny Object Syndrome.
und gehen in dieses neue Shiny Object Syndrom rein. Und dadurch, dass derjenige, der das Produkt erstellt hat und verkauft, selber überhaupt nicht geprüft hat, ob das Produkt Werte schafft, ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass es Werte schafft, sehr gering. Weil das ist nämlich gar nicht so einfach, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kreieren, die tatsächlich Werte schafft. Es sind nur sehr wenige Produkte und nur sehr wenige Dienstleistungen, die wirklich Werte schaffen. Und dadurch, dass dieses Produkt dann nicht funktioniert hat bei ihm, kommt jetzt die nächste Mail an. Chatbots. Du brauchst unbedingt einen Chatbot auf deiner Webseite. Kauf jetzt meinen Kurs über Chatbots. Und alle Affiliates bewerben das. Und der arme Kerl, der jetzt Unternehmer werden will, der muss jetzt unbedingt Chatbots lernen. Kauft das Chatbot-Produkt. Installiert die Chatbots auf seiner Webseite. Und er ist noch nicht mal richtig fertig, sich mit den Chatbots auseinanderzusetzen, geschweige denn überhaupt die Chatbots zu verstehen. Dann kommt schon wieder das nächste Shiny Object-Syndrom. Und das sind die Bitcoins. Und also, wer hat schon mal die Erfahrung gemacht mit den Shiny Objects? Ganz kurz so. Okay, also doch einige. So, und was dabei ganz wichtig ist zu beachten, ist Folgendes. Die heutigen Ergebnisse kommen nicht von eurer heutigen Arbeit. Lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen. Das, was ihr heute an Ergebnissen habt, kommt nicht von der heutigen Arbeit. Ich kann niemals heute so gut kickern lernen, wie die Kollegen, die gestern hier gekickert haben. Geht nicht. Das, was ihr gestern geboten bekommen habt, von dieser zierlichen, charmanten Dame, das ist jahrelange harte Arbeit. Und dass sie gestern so gut kickern konnte, ist das Ergebnis von dieser harten Arbeit, die sie in den Jahren vorher gemacht hat. Das Problem ist aber, gerade bei uns in Unternehmerkreisen, dass wir das gar nicht sehen. Wir haben Ursache und Wirkung nicht mehr im Blick. Wir sehen gar nicht mehr, die Ergebnisse von heute kommen von dem Buch, was ich vor 2 Jahren mal gelesen habe und die Idee, die auf Seite 53 drinnen stand, in diesem Buch und die ich dann 3 Monate später umgesetzt habe, das ist der Grund, warum es mir heute so gut geht. Dieser Zusammenhang fehlt. Und deshalb gehen viele, zumindest erlebe ich das so, von Arbeit, die gestern gemacht wurde, in der Erwartungshaltung, dass ich heute Ergebnisse sehen muss. Und das ist das, was ich euch hier mal hingemalt habe. Und das jetzt hier die Zeit ist. Und das ist eure Arbeit, die ihr hier reingebracht habt. Und ist dieser Aufwand mit diesem Ergebnis verbunden. Und dadurch, dass hier so viel Zeit dazwischen ist, besteht die große Gefahr, dass ich mich dann, wenn ich hier das Ergebnis bekomme, gar nicht mehr erinnere, dass es ja das hier war, was zu diesem Ergebnis geführt hat. Clicktip hatte im Juni diesen Jahres das beste Firmenergebnis in seiner gesamten Firmengeschichte. Wir waren in allen Zahlen, die man sich anschaut, war der Juni dieses Jahr das beste Ergebnis überhaupt. Und wenn man sich das anschaut als jemand, der diese Zusammenhänge nicht versteht, der würde vielleicht denken, boah, ihr müsst ja im Juni richtig hart gearbeitet haben. Im Juni haben wir aber gar nicht hart gearbeitet. Wir haben hart gearbeitet, aber wir haben nicht doppelt so viel gearbeitet wie sonst. Im Gegenteil, am 25. Mai kam die Datenschutzgrundverordnung. Im Juni sind 2 wichtige Wissensträger bei uns aus dem Unternehmen ausgeschieden. Gleichzeitig haben wir 8 neue Kollegen eingearbeitet, die in den nächsten 2-3 Monaten angefangen haben. Das heißt, im Juni, in dem Monat, wo wir die besten Ergebnisse hatten, jemals in der Firmengeschichte, hier, habe ich überhaupt nicht daran gearbeitet, dass wir dieses Firmenergebnis haben, sondern ich habe an etwas gearbeitet, das uns in 1, in 2 oder in 3 Jahren erneut das beste Ergebnis in der Firmengeschichte bescheren wird.
nämlich neue Mitarbeiter in das Team zu integrieren, sie zu motivieren, ihnen Sachen zu erklären, Zusammenhänge zu vermitteln. Und wir leben heutzutage in einer Welt, wo wir einfach Instant Gratification brauchen. Ich poste ein Bild auf Facebook und ich brauche diese Zahl der Likes. Das ist schon fast wie so eine Sucht geworden. Und wenn ich nicht jetzt sofort meine Likes habe, dann muss ich das nächste posten, womit ich wieder die Likes habe. Das heißt, ich brauche unbedingt dieses schnelle Ergebnis. Ich bin süchtig danach. Und die Leute vergessen, dass große Ergebnisse mit sehr viel Arbeit verbunden sind. Und dass Wachstum nun mal Zeit braucht. Wie viele von euch haben Kinder? Fast alle. Ihr könnt nicht an einem kleinen, wenn ein Kind ein Jahr alt ist, ihr könnt nicht an dem Arm ziehen und der wächst schneller. Das Kind braucht Zeit. Und wenn ihr eure Kinder heute anschaut, das, was ihr dort seht, ist das Ergebnis der ganzen vielen Jahre voller Energie, die ihr euren Kindern gegeben habt. Und genauso funktioniert auch Unternehmertum. Und diese Zusammenhänge, die sind fundamental. Und das richtig zu verstehen und sich zu verinnerlichen, ist extrem wichtig. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf diese drei Grundpfeiler, auf denen jedes Unternehmen steht, auf denen jedes erfolgreiche Unternehmen steht. Jedes erfolgreiche Unternehmen hat erstens den richtigen Markt, bietet zweitens ein Angebot, was der Markt haben will, mit anderen Worten, das einen echten Nutzen stiftet. Und es hat Mitarbeiter und Geschäftspartner, mit denen es Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Markt, Angebot, Menschen. Wenn ihr in dem richtigen Markt unterwegs seid und ein Angebot unterbreitet, was der Markt haben will, und das noch mit den richtigen Mitarbeitern macht, dann ist Business eine unglaublich schöne Erfahrung, die sehr viel Spaß macht. Wenn ihr in dem richtigen Markt mit einem Angebot in den richtigen Markt mit einem Angebot reingeht, das der Markt haben will, ihr aber die falschen Mitarbeiter beschäftigt, macht euch das keinen Spaß, weil eure Kunden nämlich nicht zufrieden sein werden mit dem, was ihr anbietet. Wenn ihr in den perfekten Blue Ocean Markt geht, mit den besten A-Playern und einem Angebot, was der Markt nicht haben will, werdet ihr keinen Spaß haben, weil ihr am Markt vorbeigeht. Und wenn ihr in einem schrumpfenden Markt seid, mit dem perfekten Angebot und den richtigen Mitarbeitern, wird auch das schwierig sein. Das heißt, diese drei Sachen müssen alle drei zusammengegeben sein, damit ihr eure wertvolle Lebenszeit, eure wertvolle restliche Lebenszeit in ein Business steckt, was euch die Zufriedenheit und die finanziellen Mittel gibt, die ihr haben wollt. Ich beschäftige mich sehr gern mit sehr, sehr erfolgreichen Unternehmern. Und einer derjenigen, die ich extrem bewundere, ist Jeff Bezos. Das ist der Gründer von Amazon. Und ich bewundere den Mann vor allem wegen einer Sache. Was macht Amazon so gigantisch groß? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Was ist das? Ist der Riesenmarktplatz, die vielen Produkte, die die verkaufen? Aus meiner Sicht ist das, was Amazon so stark macht und warum Amazon diese extreme Macht hat, und diese Macht wird sich vergrößern und es gibt im Handel bald keinen Weg mehr an Amazon vorbei. Und zwar aus einem Grund nicht. Weil Jeff Bezos das Fulfillment so aufgebaut hat, dass schlichtweg keiner mit Amazon konkurrieren kann. Wenn ich Millionen und Abermillionen Produkte in einem Online-Store anbiete, die nur per Mausklick von mir entfernt sind und ich die bestellen kann, mit einem One-Click
Ja, es gibt ja diese One-Click-Bestellfunktion. Und diese Ware am selben Tag bei mir zu Hause ist, hat ein anderer Shop, wo dieselbe Ware vielleicht aus China bezogen wird, erst mal ein paar Wochen braucht, bis die in Europa ist, keine Chance. Und das hat Jeff Bezos verstanden. Und was hat Jeff Bezos gemacht? Der hat nicht einfach Amazon gestartet und sich gesagt, okay, lass uns mal FedEx nehmen, okay, Spezialdeal mit FedEx, vielleicht kriegen die das hin, irgendwie in einem Tag zu liefern. Und hat DHL ausprobiert oder andere Logistikdienstleister. Jeff Bezos hat verstanden, das ist der Wettbewerbsvorteil. Und deshalb haben die das selber gemacht. Und so exzellent, dass es verdammt schwer wird, mit Amazon zu konkurrieren. Und wenn ihr euch mal überlegt, was das für ein Rad ist, was der da dreht, das sind Milliarden von Dollar Investitionen, die da reingekommen sind. Eine 500.000 Mitarbeiter hat dieses Fulfillment aufgebaut. Über Jahre hinweg hat Amazon keinen Profit gemacht. Und wo sich unsere Online-Marketer denken, wie kann ich mit dem geringstmöglichen Aufwand und den geringstmöglichen Kosten in der schnellsten Zeit Wettbewerbsvorteile gewinnen, hat sich Jeff Bezos gedacht. Wie kann ich die schwierigste Aufgabe, die sonst keiner lösen kann, mit dem größtmöglichen Kostenfaktor in der längstmöglichen Zeit lösen? Und hat damit einen Wettbewerbsvorteil, den kein anderer mehr Herr werden kann. Die Einstiegshürde in dem Bereich ist so gigantisch groß, dass Amazon das Monopol wird. Nicht nur wird, die sind es schon, aber die werden dort weitermachen. Und wenn die erfolgreichsten Leute dieser Welt, die erfolgreichsten Unternehmer sich fragen, wie kann ich die schwierigste Aufgabe lösen, die am meisten Geld kostet und die längste Zeit dauert, dann denke ich, ist das eine sinnvolle Überlegung, da auch mal drüber nachzudenken und sich zu fragen, wie kann ich denn für meine Kunden die schwierigste Aufgabe lösen, die sehr, sehr viel Geld kostet und die normalerweise sehr lange dauert. Und ihr alle habt einen ganz großen Vorteil, nämlich den, dass wir diese Arbeit für euch schon erledigt haben. Ihr seid in einem gigantischen Blue Ocean Markt unterwegs. Wir haben euch heute schon zwei sehr, sehr lukrative Angebote vorgestellt, nämlich Recruiting Automation und Business Card Automation, also alles, was mit Messen angeht. Das sind Angebote, die der Markt haben will. Und diese Angebote zu entwickeln, die Plattform dafür zu entwickeln, dieses Event hier zu stemmen und durch den ganzen Schlamm zu gehen, den wir hatten, um das hier für euch auf die Beine zu stellen, das ist ein großes Rad. Und das ist unser Beitrag dafür, dass ihr das nicht machen müsst, sondern ihr euch einfach da draufsetzen könnt auf dieses Rad und ihr sozusagen einfach mitgedreht werdet. Und ihr die ganzen schweren Hürden, die man sonst als Unternehmer hat, um überhaupt erstmal darüber nachzudenken, was ist denn der richtige Markt, was ist denn ein Angebot, was dieser Markt haben will und was sind eigentlich die richtigen Leute, mit denen ich dieses Business aufbauen will, das kostet sehr, sehr viel Zeit, um das aufzubauen und sehr, sehr viel Energie. Und diese Zeit und diese Energie habt ihr nicht mehr. Und wenn ihr euch fragt, wer sind die richtigen Leute, ich hoffe, ihr habt alle gesehen, das Clicktip-Team steht hinter euch. Wir haben in diesem Programm ein lebenslanges Einzelcoaching. Jeder von euch kann so oft, wie er will, von uns Coachings bekommen. Ihr habt eine Frage, vereinbart einen Coaching-Termin und ihr kriegt darauf die Antwort. Lebenslang. Ihr habt eine Plattform, in die Millionen von Euro geflossen sind. Allein in den letzten 12 Monaten haben wir 1,3 Millionen Euro investiert in Clicktip. Ihr braucht dieses Geld nicht mehr zu investieren, weil wir das für euch gemacht haben. Und wir haben für euch Angebote entworfen, die andere vor euch bereits getestet haben. Ihr seid also hier in diesem Programm in einem Blue Ocean Markt,
mit dem richtigen Angebot, mit den richtigen Leuten unterwegs. Und das finde ich verdammt cool, weil wenn es das gegeben hätte vor 9 Jahren, hätte ich bestimmt nicht Clicktip gegründet. Ganz sicher nicht. Weil das ist, also ich kann Clicktip nicht mit Jeff Bezos vergleichen und Amazon, aber es ist trotzdem ein anstrengendes Ding. Ja. Dankeschön. Und wenn unsere Mission ist, Unternehmen die Zeit zu verschaffen, um endlich wieder das zu tun, wofür sie angetreten sind, und gleichzeitig wir es mit einem Mittelstand zu tun haben, wo die Leute nicht wissen, was wir machen, überhaupt nicht wissen, was die Möglichkeiten sind, und gleichzeitig in alten Strukturen verhaftet sind, und wir uns gleichzeitig darauf fokussieren wollen, die Technologie zu schaffen und keine Beratung aufzubauen, dann ist die Frage, wie können wir unsere Wertvermittlungsstruktur so aufbauen, dass wir für euch das Maximale an Werten schaffen. Und das ist die Frage, die uns umtreibt. Wie können wir dieses Programm so attraktiv machen, dass es für euch extrem einfach ist, dieses Business zu starten, um wiederum bei den mittelständischen Unternehmen die Werte zu schaffen? Also hinter diesem ganzen Programm steht sehr, 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 sehr viel gedankliche Energie. Sehr, sehr viel. Und was ich hier habe, das ist das Buch, in dem ich jeden Tag meine Gedanken aufschreibe. Und ich möchte jetzt die nächsten 10 Minuten euch aus meiner Sicht das Wertvollste vermitteln, was ihr jemals lernen könnt. Nämlich, wie ihr richtig denkt, wie ihr richtig nachdenkt. Wer von euch hatte an der Schule mal eine Unterrichtsstunde, wie denkt man richtig nach? An der Uni. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, was sind eigentlich Gedanken? Da ist dieses seltsame Ding, was hunderte Male täglich irgendwie in meinen Kopf kommt und kein Mensch weiß, woher kommen eigentlich diese Gedanken, diese vielen Ideen. Und es ist irgendwie so, dass man sich manchmal so auch wünschen würde, man könnte einfach diese Gedanken abschalten, gerade wenn man schlafen will und man hat einen anstrengenden Tag gehabt und man will einfach nur schlafen und man ist müde und liegt im Bett und es sind diese ganzen vielen Gedanken im Kopf. Man kriegt die einfach nicht los. Da wünschte man sich doch eigentlich, man könnte diese Gedanken einfach abschalten und einfach mal in Ruhe schlafen. Also woher kommen denn diese Gedanken? Ich finde das ein absolutes Phänomen, dass wir permanent neue Gedanken haben. Es muss doch irgendeine Energie geben, die uns diese Gedanken in den Kopf setzt. Wo kommt das her? Ich kann es nicht beantworten, ich weiß es selber nicht. Und Gedanken haben aus meiner Sicht ein paar sehr, sehr interessante Besonderheiten. Und eine dieser Besonderheiten ist, dass man sie nicht steuern kann. Ein Gedanke kommt einfach, wann er will. Ja? Mensch, dann war doch, wie hieß denn nochmal diese eine Person? Ich komme nicht auf den Namen. Man will sich jetzt gerade an den Namen von dieser Person erinnern und kommt nicht drauf. Legt sich abends ins Bett, macht die Augen zu, will einfach nur schlafen und dann fällt einem der Name der Person ein. Warum nicht in dem Moment, wenn man sie haben wollte? Man steht früh auf, steht unter der Dusche und es kommt der geniale Gedanke zu einem. Also das ist zum Beispiel bei meiner Dusche so. Ständig, also es ist tatsächlich so, wenn ich dusche teilweise am Wochenende 2 Mal, einfach um neue Ideen zu bekommen. Irgendwie hat Wasser irgendetwas an sich, was Gedanken stimuliert. Und ich kann euch das nicht genau sagen, wie das funktioniert und woher das herkommt, aber ich finde es zumindest eine sehr, sehr interessante Sache, über die man sich mal Gedanken machen kann. Wo kommen Gedanken her und was ist das überhaupt, ein Gedanke? Und meine persönliche Theorie ist folgende. Wir haben alle irgendeine Lebensgeschichte hinter uns,
Und diese Lebensgeschichte können wir uns vorstellen wie so eine große Landkarte. Und auf dieser Landkarte sind alle unsere Erlebnisse, guten, schlechten, die frühen Kindheitserlebnisse, die Erlebnisse, die wir hatten vor 20 Jahren, die Erlebnisse, die wir jetzt haben, gerade was in der letzten Woche vorgekommen ist. Und irgendwie kommt mir das so vor, als ob Gedanken sowas wie, ist, wie so ein Licht, was ganz schnell aufpoppt über irgendeinem Punkt auf dieser Landkarte. Bumm, dann geht das Licht dort an und ich habe einen Gedanken, der sich gerade um dieses Thema, dann geht der Gedanke wieder auf und dann geht er ganz woanders wieder an. Geht er wieder zu und da wieder an. Und irgendwie geht es ständig so, dass dieses Licht an ganz vielen Stellen angeht und dann wieder ausgeht, angeht und wieder ausgeht. Und ich habe einen Weg gefunden, wie ich das steuern kann. Wie ich sozusagen für mich selber mir ganz bewusst den Punkt raussuchen kann auf dieser Landkarte, wo ich einfach das Licht anmache und es dort bleibt. Und das, Freunde, ist eine ganz große Erkenntnis. Weil wenn wir das nämlich können, dann können wir ganz gezielt unsere geistige Energie an einen Punkt steuern. Und wenn ihr heute Abend im Bett liegt, macht bitte mal Folgendes. Macht einfach eure Augen zu, stellt den Timer auf eurem iPhone für 5 Minuten und denkt an irgendetwas. Wichtig ist nicht, was es ist. Wichtig ist nur, denkt an diese Sache. Denkt zum Beispiel an das Bild, wie ich jetzt hier vor euch stehe und euch über dieses Thema erzählt habe. Und ihr werdet sehen, dass es unheimlich schwer ist. Weil dieses geistige Licht auf eurer Landkarte der Erlebnisse ständig irgendwo anders hin will. Und wenn die Naturgesetze ein bisschen stimmen, dann und das Gesetz der Resonanz stimmt, und so ein bisschen das, was aus den Naturgesetzen, was wir von den Naturgesetzen her wissen, auch auf gedankliche Energie zutrifft, weil wenn wir mal sagen, gedankliche Energie ist auch einfach nur eine Form der Energie, also müssen ja auch theoretisch die ganzen Gesetze, die mit Energie zu tun haben, über gedankliche Energie auch zutreffen. In dem Fall ist es sehr schlecht, wenn ihr irgendetwas Schlechtes erlebt habt und eure gedankliche Energie genau dahin stellt. Weil dann fängt es an, mit schlechten Dingen in Resonanz zu stehen. Und es passiert, dass ihr neue schlechte Sachen in eurem Leben erlebt. Wohingegen, wenn ihr eure gedankliche Energie auf das fokussiert, was ihr haben wollt, beziehungsweise auf das, was ihr mögt, auf eure Ziele, auf das, wofür ihr dankbar seid, dann müsste es theoretisch so sein, dass das, wofür ihr dankbar seid, noch mehr zu euch kommt. Das Problem dabei ist aber, dass die Sachen, über die man sich ärgert, irgendwie eine viel stärkere magnetische Wirkung haben auf das gedankliche Licht, als die Sachen, die wir eigentlich haben wollen. Und wir überhaupt nicht kontrollieren, über was wir uns eigentlich ärgern. Jetzt ist die Frage, wie können wir unsere positive gedankliche Energie, dieses Licht gebündelt an einem Ort aufmachen, dort, wo wir das haben wollen. Und das, was ich euch jetzt gleich erzählen werde, ist unheimlich einfach. Es erfordert aber gleichzeitig sehr viel Disziplin von euch. Und ich sage euch jetzt, was es ist, und glaubt mir bitte, das ist wirklich, wirklich mächtig. Weil als ich damit angefangen habe, hat sich für mich alles verändert. Der Schlüssel dazu, dass ihr eure gedankliche Energie auf eine Stelle lenkt, die konstant diese eine Stelle ist, ist, dass ihr euch die Sachen aufschreibt. Müsst ihr euch aufschreiben. Und wir sind alle Digitalisierer. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich was in meinen Computer schreibe, dass das aus irgendeinem Grund nicht dieselbe Wirkung entfaltet, nicht dieselben Fokus hat, wie wenn ich es wirklich aufschreibe. Irgendetwas hat das Aufschreiben an sich. Das händische Aufschreiben scheint auch so etwas zu sein wie ein Magnet, der die positive Energie auf einen Punkt lenkt. Und deshalb habe ich in meinem Leben eine Gewohnheit etabliert, dass ich mir bestimmte Fragen stelle und mir 5 Minuten am Tag
über diese Fragen Gedanken mache. Und zwar so Gedanken mache, dass ich mir die Frage stelle, ich schreibe mir die Frage auf, dann stelle ich den Timer und dann fange ich an, alles aufzuschreiben, was mir zu dieser Frage einfällt. Ich schreibe mir einfach alles auf. Und das ist so, als ob ihr den Lichtschalter umdreht und eure gedankliche Energie bei eurer Landkarte genau auf diesen einen Punkt lenkt. Und dann macht ihr nach 5 Minuten einfach eine Pause. Weil ich irgendwie für mich festgestellt habe, und ich sage auch überhaupt nicht, dass das allgemein gültig ist. Ich sage auch überhaupt nicht, dass das bei euch funktioniert. Ich sage einfach nur, es funktioniert bei mir. Und ich lade euch ein, es auszuprobieren. Und für mich sind 5 Minuten, die ist irgendwie so der Zeitpunkt, wo ich, wenn ich weiter über diese Frage nachdenken würde, keine neuen, wirklich wesentlichen Erkenntnisse habe. Und deshalb stelle ich mir, wenn die 5 Minuten vorbei sind, schreibe ich die nächste Frage auf und stelle mir wieder den Timer und schreibe mir wieder die Dinge auf, die mir dazu einfallen. Jetzt ist die große Frage, ja, über welche Fragen denkst du denn da so nach, Mario? Was sind denn die Fragen, die wirklich den großen Unterschied machen? Und das kann ich euch für mich subjektiv, ich kann es euch gern beantworten, aber möglicherweise sind die Fragen, über die ich nachdenke, nicht die Fragen, über die ihr auch nachdenken solltet. Aber ich kann euch gern sagen, was die Fragen sind, die mich beschäftigen. Und die erste wichtige Frage, die ich mir stelle, ist, was will ich in meinem Leben erreichen? Was will ich in meinem Leben erreichen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Weil die Frage hilft mir, darüber nachzudenken, wo will ich eigentlich hin? Und ich hatte vor 5 Jahren und vor 2 Jahren und vor 1/2 Jahr ganz andere Gedanken darüber, als ich die heute habe. Und deshalb denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir uns regelmäßig darin einnorden. Ja? Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, wofür bin ich dankbar? Weil ich will ja die Sachen, für die ich dankbar bin, noch mehr erleben in meinem Leben, richtig? Also ist es doch sinnvoll, wenn ich mein gedankliches Licht, meine gedankliche Energie auf die Dinge lenke, für die ich dankbar bin. Ich bin zum Beispiel sehr dankbar, dass wir heute alle hier gemeinsam sitzen und dass ihr alle trotz des Verkehrschaoses hierher gefunden habt und dass wir diesen tollen Tag zusammen verbringen konnten und dass wir heute Abend noch ein spannendes Abendessen erleben können. Das sind Sachen, für die ich selber dankbar bin, für die Gespräche, die wir hier geführt haben, für die Sachen, die auch ich heute hier in diesen Vorträgen erleben konnte und gelernt habe. Warum ist es so wichtig, sich dankbar zu zeigen für das, was man hat? Na, weil man einfach das, was man haben will, auch weiter anziehen will. Also die zweite wichtige Frage, wofür bin ich dankbar? Und die dritte große Frage, und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Frage, ist, was habe ich heute vom in Anführungsstrichen großen Lehrmeister Leben gelernt? Für mich ist das Leben wie eine Universität, die niemals aufhört. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, bis zu diesem Zeitpunkt, habe ich Sachen gelernt, die ich vorher nicht kannte. Und sich darüber Gedanken zu machen, was habe ich heute gelernt? Und sich das aufzuschreiben und sich das bewusst zu machen, ist so, wie wenn ihr an einer Universität sitzen würdet und da kommt Herr Professor Dr. Leben rein und der erzählt euch in einer Vorlesung alle eure Fehler, die ihr im Leben gemacht habt und alle Lektionen, die ihr daraus gelernt habt. Und was kann wertvoller sein als das? Vom großen Lehrmeister des Lebens zu lernen. Und deshalb ist die Frage, was habe ich heute vom Leben gelernt? Für mich persönlich eine sehr wichtige Frage. Und was ich aktuell mache ist, ich werde bald ein Buch schreiben, was ich persönlich nur für meine Kinder schreibe. Und in dieses Buch schreibe ich all die Fehler auf, die ich gemacht habe, und alles, was ich davon gelernt habe. Und wenn meine Kinder mal groß sind, dann werde ich denen das Buch schenken. Als Andenken an ihren Vater. In der Hoffnung, dass sie vielleicht auch. Danke.
In der Hoffnung, dass Sie vielleicht auch selbst mal darüber nachdenken, was habe ich heute von meinem Leben gelernt. In der Regel stelle ich mir dann noch zwei weitere Fragen, die mich aktuell beschäftigen. Zum Beispiel habe ich letzte Woche darüber nachgedacht, was muss alles ein Head of Culture bei Clicktip? Was muss der alles können? Was muss der alles machen? Und das ist für mich sehr viel produktiver, wenn ich dafür eine Woche nachdenke, 5 Minuten Blöcke und insgesamt nach einer Woche 35 Minuten darüber nachgedacht habe und merke, okay, jetzt nach diesem schriftlichen Nachdenken kommen da keine neuen Impulse mehr, dann bin ich da fertig. Und dann setzt man sich mal eine Viertelstunde hin und schreibt alles dann auch danach auch wirklich digital auf, was man so für Eingebungen hatte. Und nach meiner Erfahrung ist das die beste Lösung für jedes Problem, was mir bisher passiert ist. Und das hört sich jetzt sehr, sehr einfach an, aber ich garantiere euch, dass es euch sehr, sehr viel Disziplin abfordern wird, um diese Sache durchzuhalten. Wer von euch glaubt, ist ein disziplinierter Mensch? Okay. Ich habe eine Idee, wie ihr mal überprüfen könnt, ob ihr wirklich diszipliniert seid. Drei Sachen für euch. Die hören sich alle einfach an. Erstens, denkt eine Woche lang über die drei Fragen nach, die ich euch gerade geschildert habe. Für 5 Minuten. Eine Woche. Schreibt euch die Frage auf, stellt den Timer an für 5 Minuten und ihr schreibt euch alles auf, was euch in den Sinn kommt. Zweitens, seid um 21 Uhr fertig geduscht, habt eure Zähne geputzt, seid im Schlafanzug und möglicherweise in einem Bademantel auf eurer Couch und habt ein Buch in der Hand, was euch persönlich weiterbringt und lest das bis 21.30 Uhr und geht pünktlich 21.30 Uhr ins Bett. Und schlaft einfach so lange, wie ihr schlaft. Ich arbeite schon ein halbes Jahr an dieser Sache und ich habe es bisher noch nicht geschafft, das eine Woche durchzuhalten. Und drittens, esst in dieser Woche keinerlei Zuckerprodukte. Kein Zucker im Kaffee, keine süßen Kuchen, keine Muffins, nichts von dieser Sorte. Und wenn ihr das schafft, bekommt ihr von mir persönlich, dann kann ich euch wirklich persönlich gratulieren, dass ihr diszipliniert seid. Und so lustig, wie das jetzt ist, aber genau das ist eine weitere wichtige Frage, die ihr euch stellen müsst. Und die Frage lautet, könnt ihr euch selbst besiegen? Könnt ihr euch selbst besiegen? In den ganzen Jahren, wo ich an Clicktip gearbeitet habe und die ganzen schweren Sachen, am Ende war das immer der Kampf zwischen mir und mir selbst. Und immer die Frage, besiege ich mich selbst, ja oder nein? Und ein Business aufzubauen, ist sehr, sehr viel sich selbst besiegen. Besiegt ihr euch selbst und geht durch den Schlamm oder gebt ihr lieber auf? Besiegt ihr euch selbst und bucht einen Flug nach Sofia und setzt euch 3 Tage hier rein, um was zu lernen? Oder verbringen wir lieber ein Wochenende in einem schönen Wellness-Hotel? Könnt ihr euch selbst besiegen? Und ich möchte euch gern dazu einladen, den folgenden Namen mal zu googeln. Der Name ist David Goggins. David Goggins. Kennt jemand David Goggins? Ich schreibe euch den Namen mal hier auf.
David Goggins ist Extremsportler. David Goggins hat eine sehr schwere Kindheit erlebt. Der Vater war gewalttätig, hat ihn mehrfach krankenhausreif geschlagen als Kind, hat mehrfach seine Frau misshandelt. Und irgendwann nach, ich glaube, 8 oder 9 Jahre alt war er, ich habe es nicht genau im Kopf, kann auch sein, dass es vielleicht ein bisschen später war, aber in seiner Kindheit hat sich seine Mutter dann entschlossen, sich von seinem Vater zu trennen und ist mit ihm gemeinsam in eine andere Gegend gezogen. Die Mutter und der Sohn waren beide afroamerikanischen Ursprungs und sind dann in eine weiße Gegend gezogen, wo er dann sehr viel Rassismus noch erlebt hat. 90er Jahre sei wohl im Midwesten der USA dann doch etwas anstrengend gewesen. Und David Goggins, und das hat er selber nicht gewusst, hat einen Herzfehler, der erst rausgekommen ist, als die ganzen Extremsportsachen schon, als er die schon hinter sich hatte, und hatte als Jugendlicher eine extreme Fettleibigkeit. Also der war extrem übergewichtig. Und David Goggins hält den Weltrekord für die meisten Klimmzüge, hat 4025 Klimmzüge gemacht in 24 Stunden. 4025, ist Navy SEAL, also das ist die Elite-Einheit der US Navy, und gehört zu den wenigen Menschen auf dieser Welt, die wahrscheinlich gerade mal dreistellig sind, die 100 Meilen, also das sind, ich habe mal nachgeschaut, 100 Meilen sind 161 Kilometer, die 161 Kilometer gelaufen sind in 24 Stunden. 161 Kilometer laufen in 24 Stunden. Und das als Junge, der extrem misshandelt worden ist, davon psychische Schäden davongetragen hat, Asthma hat und einen Herzfehler. Und was mich bei dem Mann so beeindruckt, ist dieser extreme Wille, sich selbst zu besiegen. Das ist einfach ein Vorbild. Schaut euch bitte mal im Internet nach diesem jungen Mann um. Und stellt euch die Frage, könnt ihr euch selbst besiegen? Und zwar nur mit den einfachen Sachen, die ich euch gerade gesagt habe. Stellt euch für eine Woche lang diese drei Fragen, geht für eine Woche lang pünktlich ins Bett und esst für eine Woche lang keinen Zucker. Und ich garantiere euch gleichzeitig, diese eine Woche wird möglicherweise die produktivste Woche sein, die ihr jemals erlebt habt. Und damit möchte ich wieder zurückkommen zum Shiny Object Syndrom. Denn wenn ihr wirklich tiefgreifenden Erfolg haben wollt, dann sind das nicht die kleinen Stellschrauben, an denen ihr ziehen müsst. Es ist nicht die Frage, ob ihr ein Chatbot auf eurer Webseite habt oder ob der Button grün oder orange ist, sondern es sind die fundamentalen, wichtigen Dinge, die darüber entscheiden, ob ihr Erfolg habt oder nicht. Zum Beispiel, wenn ihr ein Business starten wollt, seid ihr im richtigen Markt, mit dem richtigen Angebot, mit den richtigen Leuten unterwegs. Wenn ihr gesund sein wollt, ist nicht die Frage, wie der richtige Winkel ist, mit dem ich jetzt meinen Bankdrücken da hochdrücke oder ob ich die neueste Nike Sport App habe oder ob ich irgendwelche ganz neuen Jogging-Schuhe anhabe, wo der Fußwinkel richtig ausgemessen ist. Das sind die Shiny Objects. Sondern die Frage ist, geht ihr pünktlich schlafen? Folgt ihr der natürlichen Erholungskurve? Und die natürliche Erholungskurve sieht vor, dass ihr 22.30 Uhr in eurer ersten Tiefschlafphase seid. Ernährt ihr euch richtig und treibt ihr regelmäßig Sport? Das sind die fundamentalen Sachen, auf die es wirklich ankommt. Ich habe noch 5 Minuten nach der Uhr. Geht die Uhr hier vorne richtig, ganz kurz Handzeichen? Okay. Ich möchte euch in den 5 Minuten noch etwas sagen zu Fokus. Ich habe mich auch sehr viel mit Fokus auseinandergesetzt und viel ausprobiert mit Fokus und Ablenkung. Und aus meiner Sicht ist Fokus einer der
wichtigsten Erfolgsfaktoren für Erfolg. Und zwar unabhängig in welchem Gebiet. Ich finde es aber gleichzeitig sehr schwer, heute Fokus zu haben. Und warum? Weil wir die Shiny Objects haben, die uns ablenken. Ja? Allen voran das iPhone mit seinen vielen schicken bunten Apps. Oder wenn ich am Computer arbeite, habe ich Facebook offen und Skype und Slack und E-Mail. Am besten noch in drei unterschiedliche Postfächer, mit, so dass ich ja nicht keine E-Mail vergesse, die eingeht. Und wenn ihr in so einer Umgebung erfolgreich sein wollt, dann wird das verdammt schwer. Also ich würde das so nicht schaffen. Und ich habe gelernt, für mich selber ist die Eliminierung der Ablenkung die absolut einfachste Methode, um Fokus zu bekommen. Also wenn ich das Telefon in Flugmodus schalte und in die Schublade lege, wenn ich alle Tabs ausmache, die nichts mit meiner aktuellen Aufgabe zu tun haben, und auch bevor ich meine Aufgabe mache, einfach mal darüber nachdenke, was habe ich denn eigentlich gerade für eine Aufgabe vor und was brauche ich eigentlich, um diese Aufgabe zu erfüllen, und alles andere ausmache, dann kommt bei mir der Fokus automatisch. Aber wenn ich alles andere anhabe, ist es für mich verdammt schwer, Fokus zu haben. Und deshalb probiert das bitte mal aus. Überlegt euch bitte am Tag vorher, was wollt ihr am nächsten Tag erreichen? Was ist mein Ziel für den nächsten Tag? Was sind meine Aufgaben? So, dann habt ihr Aufgaben. Und dann überlegt ihr euch am nächsten Tag, wenn ihr an die Aufgaben rangeht, was sind die Tools und die Arbeitsmittel, die ich brauche, um meine Aufgabe zu erfüllen, und macht ganz gezielt diese Tools und Arbeitsmittel auf, und dann beginnt einfach eure Aufgabe und ihr werdet sehr, sehr starken Fokus haben. So einfach ist es, Fokus zu bekommen. Für mich funktioniert das sehr, sehr gut. Und ich würde gern meinen Vortrag pünktlich schließen. Bei uns im Klicktipp-Team gibt es so ein paar Stereotypen über mich. Zum Beispiel, Mario ist immer erkältet, wenn wir die Klicktipp-Academy haben. Oder Mario überzieht jeden Vortrag. Deshalb möchte ich diesen Vortrag mal pünktlich beenden. Und zwar mit der Wichtigkeit eurer Umgebung. Es ist extrem wichtig, dass ihr, genauso wie ihr, wenn ihr Fokus erreichen wollt, eure Umgebung so aufbaut, dass ihr nicht abgelenkt werdet. Genauso ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ihr euer gesamtes Leben so, ich will schon fast sagen, designt, dass ihr wie von ganz alleine eure Ziele erreicht. Ich kann mich noch gut erinnern, 2010 habe ich vom Homeoffice ausgearbeitet und ich bin überhaupt kein Homeoffice-Typ. Weil wenn ich nämlich im Homeoffice arbeite, ich habe nicht die Disziplin, früh, wenn ich im Homeoffice bin, mich wirklich pünktlich zu duschen, mich genauso fertig zu machen, wie wenn ich fertig sein würde, wenn ich ins Büro gehe. Als ich im Homeoffice gearbeitet habe, habe ich noch teilweise um 14 Uhr am Nachmittag im Schlafanzug und Bademantel vor meinem Computer gesessen. Ich einfach nicht von der Kiste weggekommen bin. Und es ist mir unheimlich schwer gefallen, pünktlich früh um 9, so wie man normal an einem Arbeitsplatz hingehen würde, anfangen zu arbeiten. Habe ich fast nicht hingekriegt. Also was habe ich gemacht? Ich habe in Berlin ein Büro eröffnet und ich habe dem ersten Mitarbeiter, der dort angefangen hat, den Silvio Pohl, der auch heute noch im Customer Happiness Team ist, gesagt: Silvio, wir haben bei Clicktip eine ganz wichtige Regel. Arbeit geht um 9 Uhr los und damit wir um 9 Uhr anfangen können, sind wir um 8.45 Uhr pünktlich hier. Und wir sagen, ja okay, können wir machen. So, mit so einer Ansage habe ich mein Leben so gestaltet, dass ich selber auch 8.45 Uhr dort bin, weil ich mir definitiv nicht die Blöße geben will, unpünktlich zu kommen, wenn mein erster Mitarbeiter, damals 2011, wir alle noch auf Klappstühlen gesessen, Bürostühle waren noch nicht da, das iPhone 4 mit dieser Internetleitung, die es damals gab, auch die Telekom war damals noch nicht so schnell, haben wir damals an Clicktip gearbeitet. Und damit habe ich sozusagen das Umfeld erschaffen, um mein Ziel zu erreichen. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich mein Ziel erreicht habe.
Und deshalb achtet auf euer Umfeld. Achtet darauf, wie sieht euer Leben aus? Mit welchen Leuten umgebt ihr euch? Sind die Leute, mit denen ihr euch umgebt, die richtigen Menschen? Denkt auch darüber nach. Ist dieser oder jener Geschäftspartner der richtige Mann für mich oder nicht? Denkt ausgiebig darüber nach. Und ihr werdet zum richtigen Ergebnis kommen. Ich habe lange daran gezweifelt, ob das, was ich euch jetzt erzählt habe, für euch, ob das überhaupt einen Nutzen bringt. Weil ihr seid ja hier eigentlich für eine ganz andere Sache. Darf ich mal ganz kurz kurzes Feedback bitten? Fandet ihr das jetzt? Okay. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe vor, noch mehr von diesen Sachen zu veröffentlichen, um euch Einblicke zu geben, wie ich mir sozusagen mein Leben gestalte, wie meine Denkweise ist. Das verändert sich regelmäßig und das, was ich euch jetzt gegeben habe, ist nur ein kleiner Teil davon. Und dadurch, dass wir jetzt endlich mal ein Marketing-Team haben und dass Laura und Julia mich da jetzt kräftig unterstützen, komme ich vielleicht jetzt auch mal wieder dazu, ein paar neue Videos zu drehen und vielleicht komme ich dann später auch mal dazu, um nochmal so ein paar Updates in diese Richtung auch zu posten bei uns im YouTube-Kanal. Und dann würde ich mich dann später auch darüber freuen, wenn ihr mir dann mal einen Daumen hoch schenkt und vielleicht noch einen Kommentar postet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für diesen grandiosen Tag und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Applaus